Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu neuen Papiergeschichten mit Tanja. Ihr seht, ich habe hier schon ein ganz tolles Designerpapier liegen. Und zwar ist es von Renke. Schaut fast aus wie ihr Gemälde. Also ich bin ganz begeistert von den Designpapieren und auch vom Griff. Die kann man super falzen, die gehen nicht schnell kaputt. Die halten wirklich was aus. Und mit dem möchte ich euch heute die Karte vorstellen, die in unseren Origami-Umschlag kommt, den wir letztens gebastelt haben. Und zwar wird das so eine Teelichtkarte sein. Ich könnte jetzt, glaube ich, nicht sehen. Oder doch ein bisschen, okay. Man kann das einfach hinstellen, Teelicht reingeben, natürlich LED, damit nichts brennt. Und man kann trotzdem eine Nachricht reinschreiben. Ich finde, das ist ein ganz tolles Präsent und das werden wir jetzt zusammen machen. So, bei dem Designpapier, wenn ihr das vor euch habt, da ist man erstmal ein bisschen erschlagen, weil es überall so toll aussieht und man muss sich ein bisschen überlegen, was kommt jetzt vorne hin. Und ich habe jetzt bei meiner Karte das hier unten genommen. Da habe ich das schon mal zugeschnitten. Das ist ein Stück Designerpapier mit den Maßen 28,5. Mal 9,5. Habe das jetzt so rausgeschnitten, hinten das Stück weg. Also bei mir, ihr könnt das natürlich anders machen, aber ich wollte jetzt gern das hier im vorderen Bereich haben. So, dann werden wir das zusammen mal falzen. Und zwar wird es gefalzt bei 9,5 und 19. Dann habe ich von der Hauskollektion ein Stück Papier mit den Maßen 9,5 mal 9,4 und zwar die 9,4 in die Richtung, weil durch den Falz halt immer ein bisschen Papier verloren geht. Also ist es dann einfach nicht so viel Platz da. Und das müssen wir jetzt passgenau aufeinander legen. Holen uns die Big Shot und stanzen das Fenster aus, wenn wir die Die finden, heißt es. Jawohl, wir finden sie, sehr schön. Das ist mein zweites Video und ich bin immer noch ein bisschen nervös. Ich hoffe, es ist nicht ganz so schlimm für euch. Okay, das sind jetzt die Dies Rahmenquadrat, sind auch von Renke. Ich habe die sehr gern, weil die einen ganz feinen Rahmen auch noch mit ausstanzen. Also die machen nicht nur das Loch, sondern hat dann noch ein Dekoobjekt dann auch. Und die sind super zum Dekorieren für Karten. Ihr werdet das gleich noch sehen, weil wir auf der Rückseite noch einen Verschluss machen. Die werden wir auch damit machen. Ich lege jetzt beide Papiere übereinander und fahre da jetzt ein paar Mal hin und her. Aber das ist kein Problem, das stanzt es mir aus. Und der Rahmen ist auch so schmal, der macht also nur einen ganz, ganz kleinen Abdruck auf der Vorderseite. Ich finde, das schaut nicht schlimm aus. Ganz im Gegenteil. So, ihr könnt da jetzt auch schon den Rahmen sehen, also die beiden Rahmen. Und die sind super da noch zum Dekorieren, also schmeißt die nicht weg. Die kann man immer wieder brauchen. So, ich glaube, mit der Big Shot haben wir jetzt alles. Ich habe jetzt schon ein bisschen was vorbereitet, weil ich das Video jetzt schon zum zweiten Mal drehe. Beim ersten Mal wollte ich da eine Pause machen, weil ich wieder was vergessen habe. Und habe auch die falsche Taste gedrückt und es war alles weg. Also, jetzt der zweite Versuch. So. Wir können jetzt direkt anfangen, das mit dem Transparentpapier zu hinterkleben. Das Transparentpapier hat die Maße 8x8. Aber das ist nicht ganz so wichtig. Hauptsache es ist kleiner für die Karte. So.
Schauen wir nochmal, dass wir es auch richtig rund drauf machen, dass man von vorne nichts durchscheinen sieht. Jawohl, so passt es dann. Jetzt dürfen wir unseren Verschluss nicht vergessen. Und zwar habe ich hier so zwei Bänder abgeschnitten. Da mache ich gerne einen Knoten rein, weil ich mir einbilde, dass das besser hält. Das mag Einbildung sein. Dann nehme ich meinen Glue Dot, weil ich mir auch einbilde, der klebt voll super. Und damit fixiere ich den fürs Erste hier vorne. Packen wir uns den Kleber drauf. Ich nehme da voll gern den Tombow, weil ich finde, es gibt keinen Papierkleber, der so schnell klebt und so super hält. Meiner ist jetzt relativ leer und ich habe noch keinen anderen. Zumindest nicht hier. Schauen wir, dass wir mit dem noch auskommen. So, jetzt kleben wir das drauf. Falsch rum. So kann es gehen. So rum ist es. Dass man auch nichts durchsieht. Schaut am besten von vorn. Jawohl. Dann falzt man die Karte mal durch. Hier schiebe das Ganze ein bisschen zurück. Das soll ja dann noch ineinander passen. Können wir auf der Rückseite direkt die Banderole festkleben, also unseren Verschluss. Ich mache da wieder einen Knoten und dann wieder einen Knoten. Die Sahne ist schön dick, lässt sich toll bearbeiten. Und einfach in der Mitte. Okay. So, für die Rückseite habe ich jetzt hier schon mal einen kleinen Verschluss oder einen Verschlussverstecker vorbereitet, den wir jetzt einfach zusammensetzen. Es ist alles ausgestanzt mit dem Dice Rahmenquadrat. Das hier ist das Aquarellpapier von Renke in Knallrot. Das ist die Hausmarke, also Hauskollektion, und das ist das Brombeer Designerpapier. Aber ich verlinke euch immer alles in der Infobox. Und auf meinem Blog könntest du es auch nachlesen. Wenn ich ein schönes Foto hinkriege, werde ich ja beleuchtetes Foto mal noch reinkleben. Ich werde ein Foto einstellen, wo die Karte beleuchtet ist. So, und das möchte ich gerne da oben drüber haben. Ich finde die Reimchen. Und jetzt verschieben wir es ein bisschen. Nämlich da einen kleinen weißen Rand noch haben. So gefällt es mir. Und das kleben wir jetzt mit Abstandspickern. Was
Wahrscheinlich könnt ihr mit dem Wort Abstandspickel nichts anfangen. Das ist hier ein Dialekt. Pickel ist ein Aufkleber. Und manchmal kommt der Dialekt ein wenig durch bei mir. Das ist jetzt unser Versteck. So, jetzt werde ich das vorne dekorieren. Und ich glaube, ich schalte euch die Musik an. Ich habe hier verschiedene Sachen vorbereitet. Das ist alles, sind alles Details, Beeren und Samen. Die und die. Ah, nee, wir haben noch was vergessen. Die Hagebutte müssen wir noch vorbereiten. Und zwar habe ich das bei dem Origami-Umschlag auch schon mal gemacht. Ich werde euch dazu die nächsten Tage noch einmal ein Video machen, aber dann mit Toaster. Das funktioniert einfach besser als mit dem Embossing-Föhn. Aber jetzt müssen wir uns damit behelfen, weil ich hier einfach keinen Toaster habe. Aber das zeige ich euch noch, wie das Ganze super wird. Und wirklich hochglänzt. Ich mache das dann ein bisschen anders. Ich schütte das Embossing-Pulver nicht ab. Ich lasse das oben. Aber das funktioniert halt, wie gesagt, mit Toaster besser. Bis gleich! So, das sieht man. Glänzt super. Ich werde jetzt mal die Karte dekorieren und euch ein bisschen die Musik dazu anmachen. Das Stück habe ich ausgeschnitten aus dem Papier. Da könnt ihr das beliebige, hier, das ist auch schön. Das geht halt eher ins Grün. Hier, das ist jetzt ein bisschen brauner. Ganz egal. Da nehme ich dann auch wieder die Abstandshalter. Findet ihr auch alle in meinem Shop. Super praktisch. Aber die kennt ihr sicher. Braucht man da noch eine Brombeere? Mindestens. So. Und schon haben wir die Herbstkarte fertig. Dann hier einfach zusammengebunden. Und das ist ein tolles Geschenk. Nicht nur für einen lieben Gruß,
sondern man kann es für hinterher auch noch gebrauchen. Mir gefällt super. Naja, es würde mich freuen, wenn ihr das nachbastelt und sagt mir in den Kommentaren, wie euch das gefallen hat. Ihr werdet sicher von den Rahmen und von den Dies noch ein paar mehr Ideen von mir bekommen, weil der Herbst fängt erst an und ist eine wunderschöne Jahreszeit. So, dann bleibt kreativ. Bis dann, eure Tanja.